Aasfresser sind abstoßende, erbärmliche Kreaturen, die von Aas und Leichen leben, die zu verrottet sind, um irgendwelche anderen Fleischfresser anzuziehen. Ich traf einst einen zerlumpten Burschen, der behauptete, eins dieser Biester darauf abgerichtet zu haben, ihm große Ratten zum Verzehr zu bringen. Aber ich bin sicher, diese Geschichte ist völliger Unsinn. Naja, keine Ahnung. Lalala. So, ich habe im Moment nicht so viel Leben. So. Ich achte eigentlich selten auf meine HP-Anzeige. Ich weiß nicht warum. Ist einfach so. Ich merke dann irgendwann mal, huch, ich sollte vielleicht mal versuchen, mich irgendwie zu heilen. Aber dann bin ich meistens schon tot. Naja. Aber bis jetzt, der Death Counter ist noch bei 0. Mal gucken, wann ich das erste Mal sterbe. Immerhin schon eine Stunde gespielt. Hallöchen, Skelett. Der hält irgendwie voll viel aus. Normalerweise brauche ich für die nur einen Schlag. Na gut, ich bin auch Level 22 schon. Und da ein paar stärkere Waffen. Ja. Oh, neues Wissen. Hallo. In den letzten Tagen von König Neorix' Herrschaft konnten selbst die Gebeine der vor Ewigkeit Gestorbenen nicht ruhen. Sie nahmen ihre verfallenen Rüstungen und Waffen wieder auf und sind nun bereit, alles niederzuwählen, das alle. Sie mögen vermodert und gebrechlich sein, doch ihre verdrehte Intelligenz macht aus ihnen beachtliche Gegner. Okay, ich kann also doch währenddessen weiterlaufen, weil dann wird einfach alles andere leiser gedreht. Finde ich ja geil. Da haben wir wieder eine Lebensfiole oder was auch immer das ist. Würgekadaver. Gibt es dafür wirklich nichts? Hm, wahrscheinlich nicht. Sonst hätte ich es nämlich mitgekriegt, glaube ich. Oder wir haben es schon gehört. Das andere war, glaube ich, ein Tagebuch und das... Keine Ahnung. Egal. Hallöchen. So, hier haben wir noch einen Baumstumpf mit Gold. Hier haben wir noch einen Baumstamm. So, einmal außen rum. Wie ich es ja gesagt habe, erstmal einmal außen rum. Oh, hier hinten haben wir einen Friedhof. Oh, ein Säbel. Loch. So und so. Hm. Gut. Mal schauen im Inventory. Da haben wir ein... Oh. Macht weniger Schaden? Ach ja, klar. Es hat zwei Hand. Stimmt, habe ich ganz vergessen. Das Ding hat... Aber bringt auch ordentlich Geld. Das Ding hier... Ach, ich habe noch keinen Kopfschuss. Ne? Schuss. Kopfschuss. Kopfschutz. Das Ding macht mehr Schutz. Jo, das Ding ist schwach. Und das Ding ist ganz gut. Macht aber weniger Schutz, aber ist nicht so wild. Ja, ist schlechter als beides. Gut. Das Ding ist 40. Unter 40, genau. Noch ist unter 40, das heißt 40 wird auch noch verkauft. Lalalalalalala. Alles, was 2 kostet... Das brauche ich zwar jetzt noch nicht, aber für später alles, was 2 kostet, kommt dann nach hier, damit ich schnell tauschen kann. Außer natürlich die Sachen, die nur 1 belegen, die werden behalten. Außer da gibt es etwas, was mehr bringt als doppelt so viel. Boah, Mann. Naja, im Moment laggt das ein bisschen, aber... Glücklicherweise stört das überhaupt nicht eigentlich. Aber irgendwie finde ich das komisch, weil das war letztens auch bei Burnout so, dass da zwischendurch einfach mal das die ganze Zeit gelaggt hat. Oder ja, nur mit 15 Frames lief. Hm, einen Augenblick kurz.
So, ja, was willst du? F9 ist hier anscheinend irgendein Hotkey. Das ist ja meine Aufnahme Zeitgedings. Also mein Aufnahmeknopf. Naja. Ist mir recht. Wayne. Hallo, Schuhe. So. Noch ist hier nicht sehr schwer. Eigentlich. Noch brauche ich auch nicht so viel, meine Skills zu verwenden. Noch lohnt es sich eigentlich auch gar nicht, die Skills richtig zu verwenden. Was haben wir hier nochmal? 41. Boah, das bringt ja schon. Ist auch schwach. So. Ach, der macht auch nur zwei, auch zwei. Naja, gut. So. Oh, ein Felshaufen. Da ist eine Truhe, da könnte was Interessantes drin sein. Und hier sind 17 Gold, die nehme ich mal direkt mit. So. Robuste Armschienen, Hallöchen und hier auch einmal außenrum. Um den Baumstumpf. Oh, da kommt schon wieder so ein Fetti. So. Du auch. Hier sind ein paar Skelette. Entweihte Krypten. Aber es sind mehrere, das weiß ich schon. Klar, ich hab das ja schon alles mal gemacht. Da blitzt und funkt es. Wunderschön. Und Truhe. Heiltrank. Irgendwas. Hier haben wir einen Heilbrunnen. Und er macht genau das, was man, ja, was man denkt, was er tut. Wenn man da hingeht und den benutzt, heilt der einen. Dann ist er leer und irgendwann füllt er sich wieder auf. Ja. Hab bis jetzt nur einmal den benutzt, also nützlich, ja, gebraucht. Und zwar bei einem Endboss. Aber sonst nie. Hier haben wir noch Erleuchtung. Das gibt nochmal ordentlich Erfahrung. Aber irgendwie ist hier wenig zum Erfahrung sammeln. Was ist das denn hier? Dies muss der Lehrling des Schmieds sein. Hedwig sollte von seinem Schicksal erfahren. Hier gibt es wieder ein bisschen was für. Na komm. Boah. Ja. Internet. Ist schon manchmal blöd, wenn man da so leichte Internet-Hacker hat. Naja. So, und das ist zum Beispiel so eine, so ein Neben, ja, so eine kleine Nebenquest, aber nichts Großes. So ein halt so eine richtigen Nebenquests gibt es hier eigentlich nicht so wirklich. Was geht bei euch? Einmal betäuben, bitte. Ah, oh, Leute. Na, bleib stehen. So, jetzt. Betäuben. Und kaputt machen. Kaputt machen. So, da oben kotzt schon wieder jemand. Hier mal eben die Schärpe und irgendwas anderes alles einsammeln. Und hier. So, und das ist auch schön. Da haben wir auch. Ah, jetzt haut das Ding wieder ab. Keule. Du auch mal. Tschüss. Danke. Und einsammeln. So, mal schauen, was haben wir hier? Eine 7er Schärpe. Da haben wir 12er Armschienen. Neuner Dings. Yeah, geil, macht genau gleich viel. Dann haben wir hier irgendeinen Scheiß. Das Ding gibt nochmal. Vitalität bringt Leben. Ein Vitalität ziehen Leben. Aber. Naja, brauche ich gerade nicht. Alles 2, 2, 2, 3. Nein, 3.
4, 4, cool.